Go ahead, make my day. Unschwer zu erkennen, wem wir dieses Jahr bei der Verleihung der Gurke des Jahres die Ehre erweisen. Es ist ein Mann, der am 31. Mai seinen 85. Geburtstag feiert, Clint Eastwood. Und sonst würde er wahrscheinlich hier nie Erwähnung finden, denn es geht ja heute wieder mal darum, welcher Film war der schlechteste Film des Jahres, in diesem Fall 2015. Herzlich willkommen, hier sind wir wieder vor dem Palais de Festival bei den 68. Cannes Filmfestspielen. Und es geht wieder darum, wen habt ihr zur Gurke des Jahres gewählt. Da fehlt noch einer, der Initiator dieses Preises, außerdem Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours Mission Eva, Andreas Auinger. Und er hat sie auch mitgebracht, die Trophäe, die begehrteste jenseits des Flusses, der Bridges of Madison County. Die Gurke wurde natürlich wieder erlegt, vom gleichen Herrn wie sonst auch immer. Gestellt und zur Trophäe gemacht von unserem Outlaw in Rostock. Martin, Josie Wales, Jost. Ja, da ist sie und jetzt sind wir natürlich gespannt. 10 Finalisten hat es auch dieses Jahr wieder gegeben. Wer davon wird in diesem Fall die Gurke des Jahres bekommen? Ich habe eine Liste zusammengestellt und da ist sie auch schon. Natürlich wieder alphabetisch geordnet. Andreas, bist du bereit? Okay, Andreas, dieses Jahr keine alphabetische Aufzählung? Namen sind Schall und Rauch, die am Ende auf irgendeinem Grabstein stehen. Oder auf einer Gurke. Nun, wenn dem so ist, dann schalten wir zu unserem Gerd Hutt, unserem Cheftechniker, der die letzten Votes noch gezählt hat. Howdy, Gerd. Howdy, Rowdy. Clint Eastwood ist kein Mann der vielen Worte. Die Gurke des Jahres 2015 ist 50 Shades of Grey. Ah, wer hätte das gedacht? Ein Start-Zielsieg für 50 Shades of Grey war ja von Anfang an ganz vorne mit dabei oder überhaupt an der Spitze und hat jetzt auch diesen Preis gewonnen. Ja, dann bleibt nur noch eines zu sagen, Andreas, nämlich... Do I feel lucky? Das andere, Andreas. Also, Gratulation zum Glückwunsch.